Damit fängt der Nokite Babla an. Tja, und dann fangen wir einfach mal an, ne? Das ist Bratz. Help. Help. Komm, das ist doch schon hier irgendwie... Der Club. Ist der Club nicht das Ziel? Oder sowas? Was könnte das Ziel in einem Bratz-Spiel sein? Der Club? Komm, jetzt sind wir an der Bar. Die Bar ist immer das Ziel, oder? Komm, wir sind an der Bar. Wir haben das Ziel erreicht. Das Spiel muss aber noch Ewigkeiten gehen. Wir hatten noch kein Kanalisationslevel. Wir sind noch nicht im Weltall. Das Spiel kann noch nicht vorbei sein. Oh nein. Aber es ist Rainbow Road. Es ist tatsächlich ein Galaxy-Level. Ich hab's gewusst. Okay, das ist aber hoffentlich das letzte Level, ey. Nein, wir machen Super Mario Odyssey. Eurem Spiele mit allem Quatsch gibt. Also wir haben jetzt ja auf jeden Fall... Oh. Ey, ist das ein Speedrun oder ist das ein Speedrun? Wenn ich da schon runterfalle. Pass auf, ich falle jetzt wirklich runter, weil ich die Bauer verfehle. Alter, Hammer, oder? War gerade mehr Zufall, aber hey. Oh. Okay. Ich meine, da hinten ist noch irgendwo Captain Toad. Der muss hier noch irgendwo rumeiern. Oh boy. Nein! Oh. Gut, dass er sich festhält. Yo! Haha! Das ging dir auch gut. Nein, nein! Oh, ich dachte, da wäre ein Loch. Ich hätte schwören können, da ist ein Loch. Gerade eben. Oder ist da sogar eins und ich bin irgendwie ganz komisch auf der Kante gelandet. Kann ich die anzünden, einfrieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Moment. Anzünden, einfrieren und wenn sie auftritt, explodiert sie? Nein! Nein, so funktioniert das nicht. auch wenn es mir wirklich gefällt, dass es so funktioniert. Definitiv reicht. Ja, ich merke schon. Der steht da ein bisschen doof. Oh Gott. Oh, wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überhaupt überlebt? Das war auch knapp. Ich wusste nicht, ob ich da in der Luft getroffen werden kann. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt sieht es schon wieder besser aus. Oh boy. Das war ganz schön sketchy, ey. Oh, drei Pfeile nur noch. Doch ziemlich knapp. Ich wollte gerade gegen meine Hand einfach schon zur Maus, damit ich dieses Pendant tracken kann. Das gibt's nicht, ey. Das ist gruselig, wie man das alles automatisch macht. Das nächste Spiel wird witzig. Das nächste Spiel... Ich hatte was ganz anderes für S. Und dann kam Klings mit einer Idee und hat gesagt... Er hat ein paar Spiele geraten und hatte bei S hat er gesagt, ich hoffe, es ist das und das. Und das war einfach die beste Idee. Die musste hier drin vorkommen. Es ist das perfekte Spiel. Es ist Super Mario World. Nur, es ist alles falsch rum und das ist einfach perfekt. Dass dieser Hack existiert, ist schon sehr schön. Pans Nomekop. Loswerden. Das ist ein Gangama. Alles klar. Warum denn nicht? Labrador gibt einfach viel Punkte. 4040 Punkte, sehr schön. Ja, was? Das ist zu groß. Ach, hör mir auf. Oh, ich dachte, das wäre ein gutes Glurak-Foto. Das hier, das Pummelhof, ist mein Spirit Animal. Muss ich das näher ranholen? Da muss so eins von geklappt haben. Mal schauen.
Es gibt, nein, das zählt nicht. Es gibt keine Bilder, die ich Professor euch zeigen könnte. Alter. Okay. Ich hab den rübergeworfen. Das kann man. Das wusste ich nicht. Die vier Sachen, die ich gesagt habe, die muss ich machen. Ich probiere es einmal. Komme ich hier hoch? Das ist nicht so einfach. Oh! Okay, like. Nein! Aber wie kann man denn so hart käsen? Oh, das ist ja unglaublich. Oh nein. Wenn ihr eine nervige Musik hören wollt, dann müsst ihr einfach mal diese Musik zusammenschneiden mit dem Musikhaus aus Majora's Mask. Das ist super. Einfach mal beides übereinander legen. Das ist toll. Ich bin auf den Bu gesprungen, der hinter der Wand war. Das war grandios. Wenn ich den Sprung jetzt hier schaffe, ist das natürlich. Ja. Schöne Kamera von da drin. Sieht aus, als wenn man in so eine Toilette reinguckt, ey. Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich direkt auf diesen Vergleich kam, aber okay. Nehmen wir so hin. Sieht schrecklich aus. Ich hab den kopiert. Wow. Das ist schlecht. Obwohl, na, es ist gut. Es ist gut. Ich brauche die Reds ja nicht. Wow. Ist das nicht saupräzise, dass man die kopiert? Oder so? Ah, welcher ist das hier? Der hier, okay. Speed Metal. Warte, wie hieß das? Heißt das? Wie hieß das so? Speed Metal ist halt auch eine Musikrichtung einfach. Ein Metal-Genre. Aber du kannst eigentlich mittlerweile kannst du fast jedes Wort vor Metal hängen. Und es ist einfach ein Genre, was existiert. Was soll's, ne? Das wird nichts, habe ich das Gefühl. Und ich weiß auch nicht, was ich dann mache. Weil die nächste Phase ist noch schwerer. Und ich glaube... Oder hatte die eine extra Stage, die nächste Phase? Bitte lass sie noch eine extra Stage haben. Natürlich nicht. Ah. Okay, was war gut gegen den? Bees und... Plug. Plug war... Das ist sauschwer zu treffen, aber... Und wenn er außer Range ist, kann man Bees benutzen. Aber ich glaube, das wird einfach nichts, ehrlich gesagt. Weil die Attacke auszuweichen ist einfach nicht schön. So viel zu den Bienen, die habe ich irgendwie ein bisschen rausgehämmert. Oh boy. Nein! Irgendwas, was trifft. Yo! Oh boy! Oh, das war knapp, ey. Vor allem, wenn ich den jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich auch keinen E-Tank mehr. Das war ziemlich klatsch, ey. Oh boy. Es ist Super Mario Ball. Es wird sehr schlimm. Spiel ist halt der ultimative Jank einfach. Oh, komm. Ja! Nice. Alter, ich spiele gerade mal was. Oh nein.
Zählt das? Ich bin mir nicht sicher, ob der Boss jetzt tot ist. Oh, bitte. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe das bei Stern. Bei Stern ist der Stern weg. Oh nein, komm. Ach komm, ey. Jetzt bin ich doch... Oh. Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. 50-50 Chance, würde ich sagen. Ach komm, lass mich einfach zum Boss und die Schlüssel ansammeln. Also hoffe ich jedenfalls. Oh, ich bin ganze Zeit in dieser... Der Schrödingers Phase gerade. Ist der Boss tot oder nicht? Keiner weiß es genau. Kann ich der Ernst sein hier? Ja! Der Boss ist tot. Oh, Halleluja, ey. Die ganzen Münzen um den rum sind weg. Das ist ein bisschen schade, aber... Hauptsache, der Schlüssel ist da. Wirklich, wirklich, wirklich. Mist. Ja, ja, ja. Zweiter Treff. Puh. Wie auch immer das getroffen hat. Wow, first try, boo. Das nimmt man mit, ey. Er hat den Schalter... Wow, er hat den Schalter einfach selber aktiviert. Und die Dinger sind schon wieder oben. Was ist denn da passiert gerade? Holy moly. Oh boy. Oh boy. Na! Oh! Oh Gott. Nein. Nein! Oh nein. Oh. Oh nein, das war's. Das war's. Ja. Oh Gott, Mario! Chill! Na! Oh nein! Das kann nicht wahr sein! Yes! 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 Ah. Keine Safe States. Nope. Ah. Gott, das war zweimal so knapp, ey. Es ist Chiptune DJ. Oh, ich hätte nicht sagen sollen, dass das jetzt so einfach ist. Stage clear? Ich bin gestorben und habe einfach danach Stage Clear gekriegt. Oh Mann, dieses Spiel, ey. Warte, wenn ich jetzt einfach warte. Ja! Das ist zu gut einfach. Ich triggert voll, dass diese ganzen Noten... gerade bei solchen Stellen nicht den gleichen Abstand voneinander haben, sondern nur so fast. Dass es so geschätzt ist. Ja, auf jeden Fall Hotline Miami ist das Spiel. Oh Gott, da habe ich gar nichts getroffen, ey. Puh. Der Fette lebt noch. Ja, da habe ich keine Chance. Wie habe ich das überlebt, ey? Oh boy. Hunde greifen nicht an. Oh, ist das so gut, wirklich? Aber ich nehme den. Ich habe gesagt, ich nehme den. Bin süß, dass die Hunde trotzdem herrennen. Mann, sag mir jetzt nicht, ich muss die Hunde umbringen. Ey, nee, ich will jetzt nicht die Hunde umbringen. Die tun mir doch gar nichts. Oh. Dann ist die Maske doof. Dann brauche ich eine neue Waffe. Am besten eine Shotgun und die habe ich jetzt. Aber das sind so viele! Der eine jedet gerade auch durch die Welt. Oh.
schön durch die Wand, durch alle Wände durchgerannt einfach mal. Ah, oh, da kann ich rüberschießen. Das ist interessant. Gut, dass ich das gemerkt habe. Der kommt! Wow! Alter! Alter, dass der so schnell rennen kann, hätte ich nie gedacht, ey. Echt jetzt? Guck mal den Text unten links an. Geh zum Fahrrad. Geiles Fahrrad, ey. Nicht schlecht. Mario Kart ist auch, Mario Kart 8 ist auch super, super natürlich, aber 8 Double Dash war schon cool. War schon sein Ding für sich. Alter, ich werde hier aber auch gerade ge-Mario Kartet, ey. Was ist das denn? Oh, die hat gewartet, bis mir wieder gut geht. Alter. Du bist im Krankenhaus und dann steht ganze Zeit Vitali Klitschko vor dir und wartet, bis du wieder gesund bist. Und dann schlägt er dir eine rein. Das gibt's nicht. Meinetwegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was tue ich mir hier an? Das hat wie wenig Schaden gemacht? Oh, was? Oh nein, okay. Okay, das war gut. Überlebt. Kein Safe State. Kein Safe State. The Titanic had sunk. Although Rose and Jack got away from the Titanic, they could not reach the lifeboat. Finally, Jack Scarfied himself to save Rose and tell her be stronger in her future's life. Then he was dead in the cold Atlantic Ocean. When this accident happened, there were 1,500 passengers fell into the ocean and only 6 lucky passengers survived. It was a very low chance to survive. Then there were 700 passengers who were in the lifeboat, they just only waiting dead or waiting the help and waiting the unforgettable relief. Großartig. Wie zum Schluss einfach nochmal die Mathe-Stats rauskam, ey. Oder wollen wir mal ausprobieren? Ist der NPC schlau genug, um diese Wand hier kaputt zu machen, diesen Boden? Ich sage nein. Der macht das hier nicht kaputt. Ist eindeutig im Boden, den der kaputt machen soll. Nein, das macht er nicht. Das ist mein... Doch! Er wollte die Gegner kaputt machen. Und so geht's natürlich auch. So schon mal nicht. Ach, das kann ja nicht wahr sein. Fast geschafft, aber. Aber der Vogel ist weg, habe ich das Gefühl. Wo springt der ganz hin? Oh! Das war brutal, ey. Wo der ganz abgehauen ist. Wie ist der genau diese Löcher hier hochgeflogen? Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kommen eh erstmal Fahrstühle. Es hat sich eigentlich auch nicht gelohnt, das einzusetzen. Fahrstühle. Meta-Quick-Fahrstühle. Guckt euch meinen Schatten an. Ultraschnelle Fahrstühle. Es hätten echt so langsame Fahrstühle sein müssen mit Fahrstuhlmusik, ey. Und Meta-Night am Blinken da ohne Ende. Da ist die True Arena. Da machen wir die jetzt auch noch fertig schnell. Schnell. First Try, habe ich gehört. Okay. Ich sage, spoilert. Der Witz ist eh schon alt, aber egal. Oh nein, ich sollte hier einfach fliegen. Nein! Oh boy, ich habe verloren. Ich habe sowas von verloren. Okay. Ach, Jojo. Interessant, aber die Wahl ist nicht gerade groß. Okay. Ich bin weg. Masked DDD, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Das passt schon. Interessant, dass man da... So, wegnehmen gerade. Was das hätte...
Hat das Ducken da was gebracht? Okay. Und da ist er down. Da ist er down. Damit fängt der Nukite Wabler an. Würde ich mal behaupten. GG. Danke. So, wie machen wir das jetzt? Nomination direkt oder was? Puh, lucky. Na, ihr könnt gerne alle einen Alphabeticon oder einen Nokite Babler machen, natürlich. Naja, gut. Auf jeden Fall, die drei Personen, die ich hiermit nominiere, wären Travik Talks, Daftus und Silver Mike.